Die Hühner sind kahl gepickt und müssen über die Leichen ihrer Artgenossen laufen. Die toten Tiere sind bereits mumifiziert und liegen überall in einem Stallbereich. Aktive haben in einem Betrieb dokumentiert, der Eier aus Bodenhaltung produziert. Was sie dort gesehen haben, dürfte wohl vielen Menschen den Appetit verderben. Es ist ein verhältnismäßig kleiner Stall in Nordrhein-Westfalen. Zwei kleine Hallen, einige tausend Tiere. Die Tiere sind kahl gepickt. Hühner in der Eierproduktion leben etwa 15 Monate und irgendwann sehen sie so aus. Das ist eine direkte Folge der Haltung von mehreren hundert oder gar tausend Tieren auf engstem Raum. Aufnahmen von tierretter.de beweisen immer wieder, dass es zu solchen Bildern nicht nur in der Bodenhaltung, sondern auch in der Freilandhaltung kommt. Der Landwirt von diesem Stall ist zudem entweder vollkommen faul oder überfordert. In einem Stallbereich liegen überall Tote. Die Aktiven zählen 22 Leichen. Teilweise müssen die leblosen Körper schon über Wochen hier liegen. Das ist illegal. Landwirte sind verpflichtet, den Stall täglich in Augenschein zu nehmen und tote Tiere zu entfernen, was hier offenbar schon seit sehr langer Zeit nicht passiert ist. Der korrekte Ablauf sieht vor, dass die verstorbenen Tiere in Mülleimern vor dem Stall gelagert werden. Aber was sagt das über die Produktion von tierischen Produkten im Generellen aus? Mülleimer für einst fühlende Lebewesen, sie werden einfach entsorgt. Diese sogenannten Kadavertonnen gibt es auch in Schweinebetrieben, Entenbetrieben oder Putenmasten. In Milchbetrieben werden die Toten oft vor den Hallen gelagert und mit einer Plane abgedeckt. Ist das der respektvolle Umgang mit Tieren, von dem Bauernverbände oft sprechen? Woran die Tiere in dem katastrophalen Stall im Landkreis Recklinghausen gestorben sind, ist unklar. Keime, Verletzungen, Liegenot, völlige Erschöpfung, totgetrampelt oder einfach absoluter Kreislaufzusammenbruch. Die Gründe sind so zahlreich wie grausam. Die Industrie macht die Tiere krank und sorgt zudem dafür, dass sich eine Behandlung von Kranken gar nicht lohnt. Tiere sind Waren und wenn sie nicht funktionieren, sind sie kaputt und werden ausgetauscht. Diese Hennen werden in wenigen Wochen zum Schlachthaus gefahren und getötet, einfach nur, weil es profitabler ist, den Stall mit neuen Hühnern zu besetzen, die wieder 15 Monate lang ausgebeutet werden und dann wieder ausgetauscht werden. Sicher, dieser Stall ist ein Einzelfall und nicht in jedem Stall sieht es so aus. Doch die Tierproduktion ist immer von Gewalt und Ausbeutung geprägt. Manchmal wird diese eben nur deutlicher sichtbar.